Maß. Hast du modifiziert, ja? Achso, ist das ja gerade. Jetzt ist das schon wieder weg. Oder hast du ihn ausgemacht? Hast du neu gestartet den Stream? Ah, okay, da steht's. Ja, gut. Also, Timers und hast du modifiziert, ja? Also 25. Gut. So, Quartz brauchen wir nicht. Jetzt kommt Giveaway. Klick mal auf Giveaway. So, dann Ausrufezeichen Raffle. RAFFLE. Ist schon? Also, ich glaube, es ist vorgegeben. Okay. So, Price brauchst du nichts eingeben. Timer auch nicht. Join Permission Everyone. Join Info gibt's nichts. So, und dann bei Allow Multiple Entries, also dass man mehrmals teilnehmen darf, da darf kein Haken drin sein. Also sprich, jeder hat nur, darf nur einmal in dem Sinne teilnehmen. Ja? So, der nächste must be a follower to win, ja. Also Follower sollte man schon sein, also ein bisschen ist schon ein Requirement. Das nächste remove winner from list. Sprich, wenn man gewonnen hat, darf man erstmal nicht mehr teilnehmen. Gerade wenn das mehrere Giveaways hintereinander sind, ist das dann fairer. Haken rein, richtig. Dann kommt Fee per Entry. Also sprich, man muss eine gewisse Punkteanzahl besitzen, um überhaupt bei dem Giveaway teilnehmen zu dürfen. So. Ich habe es jetzt bei 4 reingestellt. Wir werden das aber, also ich werde das für Mittwoch dann, was diesen 50er Followers da angeht, werde ich das erstmal komplett rausnehmen, weil das erst nach der Aktion dann startet, so richtig. Okay, also 4 wird das dann sein. Dann Notify Winner in Chat. Ja, auch ein Haken rein. Also man soll mitbekommen, wer gewinnt. Und das nächste Block Re-Entry of Previous Winners. Heißt, der vorherige Gewinner wird ja vorher eh nicht gelistet und er darf auch nicht nochmal teilnehmen. Das kann man immer wieder ändern, je Giveaway. Richtig. So, das war es auch schon. So, SFX brauchen wir nicht. Das sind wie gesagt lustige Sounds oder bestimmte Sounds, die sich Stream-Zuschauer wünschen können. Das heißt, die setzen dann ihre Punkte, können einen bestimmten Befehl in dem Sinne eingeben und dann kommt irgendein Geräusch, das man eingeben kann. Das ist etwas, was man irgendwann mal machen kann, aber sicherlich nicht am Anfang. So, jetzt kommt Currency System. Also sprich, jetzt geht es um das Währungssystem. Jetzt muss man was trinken. Achso, du kannst aber jetzt schon mal bei Currency System kannst du den Haken schon mal setzen. Bei Basic Settings einen Haken. Das heißt, dann laufen die Punkte gleich mal mit. Dann können wir das nämlich schon mal testen. So, bei Command sollte Ausrufezeichen Point so schon stehen. Currency Name ist CPs, also CP und dann kleines S dahinter. Das ist immer unsere Währung. Nee, CP steht für Karls Portal. Warte, so. CPs. S, genau, das ist die Währung. Das können wir noch ändern, aber ich finde das erstmal ganz sinnvoll. So, dann Response. Da muss dann stehen User, also Dollar User, Dollar Rank und dann Hours. Nicht Minutes, Hours. Genau, okay, gut. So, dann steht da drunter Take Offline Hours into Account for Total Hours in the Stream. Das heißt, dass man auch die Zeit mit reinnimmt, während der Stream offline ist, selbst wenn man einfach nur die ganze Zeit den Stream offen lässt, auch wenn der offline ist. Da bitte kein Haken rein, weil das total eine unfaire Aktion ist. Das wird auf jeden Fall nicht gemacht. Gut, der Cooldown steht auf 5, steht er bei dir ja auch, genau. Dann das nächste, automatically become a regular Ad. Das bedeutet, dass man jetzt eine gewisse Anzahl an Stunden erfüllt haben muss, um als regular gelistet zu werden. Regular bedeutet in dem Sinne Stammzuschauer. So, 15 habe ich jetzt erstmal genommen. Ja. So, und dann steht da Assign Ranks based on X amount of hours. Also sprich, die Ränge, die dann kommen, die basieren jetzt auf einer bestimmten Anzahl an Stunden und nicht an was die Punkte angeht. Habe ich jetzt so eingestellt. Stunden einstellen, richtig.
keine Points mehr aus, genau. So. Jetzt kommen die Custom Ranks. So, und jetzt kannst du hinzufügen bei Rank Name rechts erstmal Nice Viewer. Warte mal, ich kann jetzt auch einfach alles in Discord schreiben, das ist einfacher. Also Nice Viewer 15. So. Also Requirement ist dann 15. Das ist das, was man haben muss, um in diesen Rang aufsteigen zu können. Richtig. So, und der nächste ist dann Super Viewer. Ich meine, das ist einfach das Beste, was ich mir da ausgedacht habe. So, und das ist 30 als Requirement. Und Legendary Viewer ist das. Und 50 ist die Requirement. So. Kann man erstmal so lassen. Ich glaube, das ist relativ sinnvoll. Nee, dann einfach nochmal ändern. Du kannst immer wieder editen. Ja, genau. Und bei Legendary Viewer 50. Richtig, so. Jetzt kommt das nächste. Payout Settings. So, jetzt geht's darum, Live Payout Amount. Das heißt, man bekommt jetzt einen Punkt pro Stunde. Also da muss eine 1 stehen. Genau. Dann Regular Bonus ist bei 0. Das lassen wir erstmal. 5 und Host Bonus 2. Ne, 2, also gering halt. So, dann Offline Payout Amount muss auf 0 stehen. Subscriber kannst du auf 0 stellen, ist völlig egal, da haben wir eh nichts mit. Aber kannst auf 0 stellen. Und Active User Bonus. Alles andere, was dann kommt, also Subscribe Bonus, Payout Amount, also Raider und Moderator. Alles auf 0, nur Active User Bonus auf 3. Genau, das heißt, dann ist wieder so pro Stunde ein Punkt und wenn man teilnimmt, 4 Punkte. Also wenn man aktiv im Chat ist. So, jetzt habe ich Online Payout Interval, also sprich das Intervall, habe ich auf 60 gestellt, also komplett nach rechts den Regler und Offline Payout Interval auf 5, also ganz nach links. Wobei das eh egal ist, weil wir den Haken bei Offline rausgenommen haben. Von daher spielt es keine große Rolle. So, jetzt sollten bei dir sogar jetzt, da sieht man, siehst du, jetzt haben schon einige jetzt schon einen Punkt dadurch bekommen, dass sie halt, ein bisschen halt gerade im Stream dabei sind, ja? So, ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Ob. Ja, da müssen wir halt schauen, Ja doch, das sollte gehen. Also wenn du gleich die Punkte resettest und ich resette die, dann sollten alle ja bei 0 stehen. So, und dann sollten auch die Punkteanzahl bei mir mit deiner Punkteanzahl übereinstimmen. Ja, das hoffe ich auch. Wenn nicht, müssen wir uns das anders überlegen, aber das sollte gehen. Okay, das war also Currency System, das ist also jetzt erstmal die Währung. So, das nächste, Minigames brauchen wir nicht, Event System brauchen wir auch nicht. Das sind alles so Gimmicks. Kann man sich in einem sehr schönen YouTube-Video angucken. Da wird das alles sehr gut von Tufi erklärt. Der kann zwar nicht gut Englisch, aber der kann das gut erklären. Und wir sind jetzt bei Song Request angekommen. Also das, was halt die meisten Viewer immer großartig finden. So. Jetzt ist es so, dass du auf bei Allow Song Request and Base Settings, also diese Song Request an sich erlauben, da muss ein Haken drin sein. Das ist unter dem YouTube-Video. Dann steht da Request Permission Everyone, also jeder darf teilnehmen. Ich erkläre auch, dass das gleich nur eingeschränkt wird. So, die Max Song Duration, also sprich wie lang ein Musikvideo überhaupt sein darf, ist maximal bei 10. Wir können es auch noch runterschrauben, aber 10 ist maximal. Also könnt es auch auf 8 stellen. Ist mir egal. Ich habe es mal auf 10 gestellt. Ja, okay, dann stelle ich es auch auf 8.
8, okay, gut. Also 8 Minuten, ja. So, dann die Max Queue Size sollte auf 50 sein. Also sprich, die Playlist kann bis zu 50 Songs in dem Sinne, ja, verbuchen. Richtig. So, dann Skip Permission. Ach so, das muss ich jetzt ändern. Das kann man auf. Stellen wir auf Everyone, also dass jeder das darf. Und Veto Permission stellen wir auch auf Everyone. Das bedeutet jetzt. Wobei, machen wir erst die Cost Settings. Okay, so. Das ist also jetzt erstmal so richtig. Jetzt kommen die Cost Settings. Also wie viel es kostet, um bestimmte Commands irgendwie ausführen zu dürfen. Jetzt hatte ich hier bei Viewer Cost 0. Wobei, das müssen wir jetzt ändern. Das hatte ich noch nicht erhöht. Also die Viewer Cost muss jetzt auf jeden Fall erhöht werden. Das heißt, es kostet jetzt so einen Command ausführen zu dürfen. Das heißt, wir stellen jetzt Viewer Cost extrem hoch, damit also nur ein ganz normaler Zuschauer, der nicht Follower so ist oder so, dass der halt eigentlich nicht teilnehmen darf. Ja? Also keine Ahnung, stell die auf 500 oder so. Ja, also dann ist es unwahrscheinlich, dass das klappt. So, Regular Cost. Moment, das muss ich jetzt überlegen. Das ist jetzt darauf bezogen, wenn das Follower sind, meiner Meinung nach. Es kann aber auch sein. Nee, anders gesagt. Das sind nicht die Follower, sondern sind die Stammzuschauer. Das heißt, das sind die, die mindestens 15 Punkte erreicht haben. So, also 15 Stunden, wenn so willst, dabei waren. Wenn man nichts schreibt. So. Und jetzt kann man halt überlegen, wie hoch soll denn so ein Song-Request sein, wenn man davon ausgeht, dass man pro Stunde einen Punkt bekommt. Das können wir auch mal hier die Leute im Stream fragen, wie hoch soll denn, damit das jetzt mal hier auch ja, den Stream halt mit einschließt, wie hoch soll denn jetzt so ein Regular Cost sein? Also für jemanden, der hier Stammzuschauer ist, wie hoch soll die Punktanzahl sein, die dann required wird? Also die man braucht, um einen Song Request ausführen zu dürfen. Könnt ihr euch ja mal was überlegen. Genau. Also ich würde es nicht zu hoch stellen, aber schon, dass man mitbekommt, ja, dass schon ein bisschen was kostet. Ja, gut, Delay jetzt. Mal abwarten. In der Zeit kannst du schon mal Subcost auf 0 und Modcost auch auf 0. Und Skip Cost, okay, das kommt gleich. Würde 2 vorschlagen. Das wäre also eine halbe Stunde zuschauen für ein Song Request. Hey, 100? Also Marco, du bekommst, wenn du, sagen wir mal, meine drei Streams verfolgst und seine drei Streams, dann wären das 24 Punkte pro Woche. Ja, wenn man jetzt mal das so rechnet, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel es kostet, für einen Song 100 Punkte ausgeben zu müssen. Das geht sowieso nicht. Denn, das erkläre ich jetzt auch warum. Deswegen haben wir das ja gemacht, dass der Viewer-Cost so hoch ist. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommt, jetzt eben auch beim Giveaway ist es genauso. Wenn jemand reinkommt, sieht, oh, guck mal, ich kann mir einen Song requesten, dann followt der, damit er in dem Sinne Regular ist. Trotzdem wird er als Regular noch nicht erkannt, weil er erst eine gewisse Punktzahl erreicht haben muss. Das heißt, unter 15 kann er sich nichts wünschen. Ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt, den Follow, ja, den muss man ja mit einrechnen, das ist richtig. Das heißt, der muss auf jeden Fall, muss das, darf es nicht unter 5 liegen, richtig. Also sagen wir mal 10? Nee, also
Sieben, ja gut, dann könnte es sieben sein. Sieben oder sagen wir 10 ist eine runde Zahl. 10 ist okay, oder? 10 bedeutet einmal follow. Wenn man gute Lieder hat. Also wenn ich an Markus-Lieder denke, da würde ich ja die Kosten aufs Unendliche schrauben. Aber ja, ist richtig. Also für ein Lied, ja, genau. Was würdet ihr sagen? Also darf auf jeden Fall nicht unter 5 sein, weil dann braucht ja nur einer followen und. Wobei, nee, 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 du hast nicht recht. Wenn die Regular Costs, die beziehen sich ja darauf, es wird ja erst gerechnet, wenn du mindestens 15 Punkte hast. Das heißt, wenn jemand kommt, der followed, hat der nur 5 Punkte, kann also noch gar nichts requesten. Von daher kann man eigentlich sagen 10, oder? Ja. Gibt es keine Option mit Zeit? Also wir haben das jetzt eingestellt, wir haben es nicht auf Minuten, wir haben es auf eine Stunde gestellt. Also ein Punkt pro Stunde. Und 5 Punkte für ein Follow und 2 Punkte für ein Host, also wenn jemand anderes hostet. Und wobei das ja auch immer nur einmal passiert, ja. Also der Follow und der Host, das ist nur ein einziges Mal. Gut, hosten kann man öfter, aber Follow nur einmal. Und ja. Er sagt 8. 8 Punkte. Ja, so steht das hier, ja. Also wir haben das jetzt so eingestellt. Ja, das ist richtig. Finde ich auch ein bisschen hoch. Ist 4 Punkte denn für die meisten okay oder findet ihr das zu wenig oder zu viel? Ja, stimmt. Also klar, ich finde das gut, dass wir diese Regular Cost halt haben. Also wir haben dadurch eigentlich relativ, wir sind relativ safe, dass nicht jemand einfach dazukommt und kann sofort das bekommen, ohne dass er irgendwas getan haben muss. Also gerade beim Giveaway ist das wichtig, weil sonst kommt jemand, oh Giveaway, ich habe gefollowt, ich darf direkt teilnehmen und er bekommt das Ding, obwohl jemand anderes, keine Ahnung, wochenlang dabei war. Ja? Das kann einfach nicht sein, das ist einfach total unfair. Also Follow plus 1 Stunde Zusehen, das sind 6 Punkte. Okay. Ja, 6 Punkte hört sich gut an. Finde ich gut. Wir müssen das gleich aber dann eh wieder zurücksetzen, weil sonst, weil die Punkte jetzt noch nicht klappen. Aber ja, wir notieren es dann gleich fürs nächste Mal dann. Okay. Ja, ich stelle es jetzt auch ein. 6. Muss dann halt immer die 0 da rausnehmen, weil sonst hat er 60. Das ist ein bisschen blöd. Okay, dann Subcost 0, Modcost 0. Und jetzt kommt das mit Skipcost und Veto-Skipcost. Also, man kann jetzt Punkte setzen, um sich ein Lied zu wünschen. Dann kann jemand anderes Punkte setzen, um das Lied in dem Sinne abzubrechen, weil es scheiße ist. Zum Beispiel, wenn das so ein Lied wie Markus ist, so komplett so, dann kann man es halt skippen, ja? Aber das Geile ist, man kann halt auch einen Veto-Skip machen. Das heißt, ich kann mir ein Lied wünschen, du skippst das und ich setze mein Veto ein und dann läuft es halt trotzdem weiter irgendwie. Das ist ganz lustig. Man kann aber das auch mit dem Veto-Skip weglassen. Mir ist egal. Also ich finde eigentlich, Skip-Kost reicht aus. Aber können die Zuschauer entscheiden. Mir ist egal. Das ist gemein. Ja, ich finde das lustig. Also jemand, der halt länger dabei ist, der hat einfach mehr Macht. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Ja. Ja, 100 ist schon ein bisschen sehr viel, oder? Wo ist denn der Vote? Ach so, ja, ich sehe es gerade. Ja, okay.
Ich würde es auch mit den Punkten lassen. Man kann das mit dem Veto-Skip weglassen, aber mit dem Skippen, das finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen mehr Macht für jemanden, der länger dabei ist, finde ich eine ganz nette Geschichte, ehrlich gesagt. Nein, auf keinen Fall. 100 Punkte. Also ein Lied kostet jetzt 6. Dann würde ich sagen, kostet ein Skip vielleicht doppelt so viel. 12. Oder von mir aus 10. Sub, der meint damit, was ist los? What's up? Hallo, Connexus. Bist ein Deutscher. Kannst du auf Deutsch sprechen? Wenn du auf Twitch oft in Chats unterwegs bist, kennst du das. Also ich kenne das in englischen Streams halt. Ja, also. Okay, 25, gut. Ja, also dann muss man schon einiges investieren, um das Lied zu skippen. Also da muss schon ein Lied sein, wo man wirklich, wo man gar nicht mit klarkommt, ne? Ja, finde ich gut. Ist das für die Zuschauer so auch in Ordnung? Ja, stimmt, da steht wirklich Votes until Skip, ja. Ja, aber das mit den Votes finde ich nicht so gut. Mit den Punkten, das ist besser. Also 12. Also doppelt so viel. Ja, so, dann lass lieber auf 12 stellen. Ich finde das ehrlich gesagt auch fairer. Ich meine, das ist 12 Punkte ist schon echt viel, ja. Du bist Boss. Nein, nein, wir wollen hier, dass der Stream das entscheidet. Also wir wollen dich damit einbeziehen. Genau. Dafür ist das ja jetzt hier, sonst könnten wir das ja auch offstream machen können. Also nehmen wir mal 12. Ich glaube, das ist für alle okay, oder? Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Also 12 ist schon. Boots until skip oder was? Ja, auf 0. Okay, dann haben wir noch Viewer Max Songs. So, das bitte auf 0. Das bedeutet nämlich, dass. Nein, das bedeutet, dass jemand, der nicht Follower ist, darf sich halt nichts wünschen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Okay, dann Regular Max Songs auf 10. Das heißt, jeder Zuschauer darf, also jeder Follower. Also jeder Stammzuschauer, der also mindestens 15 Punkte erreicht hat, damit Regular ist, der darf sich 10 Songs wünschen. Das finde ich ehrlich gesagt fair. Also mehr als 10 sollte man, glaube ich, nicht unbedingt. Das ist schon okay so. So, und Sub-Max-Songs interessiert uns eh nicht. Kannst also auf 0 stellen. Das ist einfach nur für Subscriber gedacht. Also für Twitch-Partner. So, jetzt haben wir noch Mod-Max-Songs. Auch auf 10. Also ein Mod, auch wenn Mods nett sind, aber ein Mod sollte nicht stärker sein als ein Follower. Das wäre unfair. Ja, aber nicht jetzt. So. So, und Votes until skip dann auch 0. So. Jetzt notier dir das, weil jetzt müssen wir es zurücksetzen, weil wir das mit dem Song Request ja probieren. Und da die. Haben wir eigentlich schon Punkte? Warte mal, ich guck mal gerade bei dir. Haben wir Punkte? Geh mal bitte auf Currency System. Ich notiere mir das nämlich auch gerade mal. Wir haben einen Punkt, oder? Ja, okay, aber ein Punkt reicht ja eigentlich schon mal. Dann kann man das trotzdem schon mal testen. Okay, also Currency System. Die Mod-Costs, die sind. Die sind bei. Ach so, klar, nein, nein, die müssen natürlich auch. Ja, bei 12, ist richtig. Wobei, nee, bei, was war das? Bei 6, bei 6, ja. Genau. Ja, aber bis jetzt habe ich Mods danach ausgesucht, ob sie nett sind. Also, da müsste man Kriterien haben und ich will, also willst du Kriterien, um jemand, dass jemand Mod wird?
Ja, dann stell's auf 4 statt 6. Ey, wir haben 10 Zuschauer, das ist so eine Aktion, das muss man sich mal reinziehen. Das schafft man teilweise nicht, wenn man richtig großen Content irgendwie streamt. Ja, aber ich glaube, ja, aber man sieht sowas ja auch selten. Also ich habe sowas noch nie gesehen, ja. Also ich lade das auf jeden Fall bei YouTube hoch. Also da bin ich echt mal gespannt, wie viel Zuschauer das dann gibt bei YouTube. Okay, also für Aufrufe. Also auf 4, ja? Hast du das jetzt gestellt? Okay, Moment. Subkost. Ja, hast du sehr gut aufgepasst, Conaxis. Hast sehr gut gemacht. Bin stolz auf dich. So, ich muss mir das auch mal kurz aufschreiben. Cost Settings. Das war jetzt 500, 6, 4. Nein, ich habe das schon jetzt. 0, 12, 0, 0, 10, 0, 10, 0. Ja, ich hab's. Gut. Brauchst du nicht. Ich hab das schon. Ja, ist gut. Okay, so, jetzt müssen wir das mit dem Song Request probieren. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich klappt das sonst. Wir müssen jetzt auf. So, Moment, warte mal. Jeder hat jetzt hier. Die Leute hatten einen Punkt, richtig? Im Moment durchs Zuschauen. Okay. Das sind alles schon Follower, die hier gerade sind. Der andere ist schon weg. Ja, das sind alles Follower. Vielleicht kommt das ja noch beim nächsten Mal, damit. Wenn jemand reinkommt, dann schreibt das mal schnell. Dann haut er sofort wieder ab. Ja, okay. Also, wir probieren das jetzt aus. Wir sagen nämlich jetzt, wir müssen das jetzt natürlich ein bisschen ändern. Wir müssen jetzt. Geht das? Ja, okay. Könntest du theoretisch machen. Ja. Mach mal. Gib mal Karls, nehm, gib mal jemand anderen. Gib mal. Ja, genau. Du musst mindestens als. Richtig, 15 Punkte musst du haben. Ja, aber er muss ja auch requesten können. Also du brauchst 25 Punkte. Ungefähr. Ja, 25 brauchst du. Gib ihm mal 30 oder sowas, also einfach, dass man das austesten soll. So, gucken. Okay, so, dann müsste jetzt eigentlich er einfach einen Song requesten können. Eigentlich. Ist das eine Sie? Ja, whatever. Annette, requesten mal bitte einen Song. Ausrufezeichen Song Request und die URL vom YouTube-Video. Befehl, ja. Mach das mal bitte, Anerda. Da ist ja gerade irgendwie AFK oder so. Ich schreib's mal. Aber eigentlich sollte das gehen. Ja, der hat jetzt genug Punkte. So, jetzt müsste bei dir eigentlich das YouTube-Video losgehen. Geh, guck mal nach. Ach, jetzt dieser scheiß Delay gerade. Geh mal auf Song Request wieder zurück. Warte mal kurz. Ich. Ach so. Nein, warte mal, das ist. Moment.
Marco, du bist gerade eh nicht gemeint, aber danke. So, wo ist jetzt der Denkfehler? Wir haben noch irgendwas. Er hat 40 Punkte, richtig? Ja, ich überlege gerade. Das mit diesen null Songs in The Queue, den Fehler hatte ich nämlich auch. Deswegen. Ja, darum. Irgendwas stimmt da noch nicht. Wo? Ja, aber ich habe das verstanden, dass Viewer Cost einen ganz normalen Zuschauer meint, dass es halt damit gar nichts zu tun hat. Viewer Cost. Ja, kannst du mal machen. Abspeichern. Von daher denke ich mal, wird das automatisch übernommen. Ne, da probier mal bitte nochmal. Currency System. Na, das hat damit nichts zu tun. Warte mal, ich hatte diesen Fehler auch. Ist es vielleicht. This is where you can set the permission on who can request. Ist es vielleicht. This is where you can set the permission on who can request songs. Some permission levels might be require extra information. Ja, das haben wir aber gemacht. Machen wir mal anders. Stell mal bitte alles, mach mal das Währungssystem gerade aus. Currency System und den Haken rausnehmen. Und dann stell mal bitte oben der Haken. Das bedeutet, dass gerade richtig, Basic Settings. So, und dann stell mal bitte alles bei Cost Settings auf 0. Erstmal gucken, ob denn überhaupt das normale Song Requesten funktioniert. So, jetzt, egal wer von euch, requestet mal einen Song. Boah, der Delay der Stream ist der Wahnsinn. Hey. Ja, bei Hitbox Session Links. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Irgendwo ist hier noch ein Fehler. Irgendwo. Ich weiß gerade noch nicht wo. Nee. Das ist genau das, weshalb wir das eben mit den Zuschauern zusammen machen müssen, weil ich glaube, sonst wäre das halt noch anstrengender. Ich werde mal. Ich probiere das jetzt auch mal. Probier du das mal bitte, Sascha. Das, was damit zu tun hat, ob das an dem Rang liegt. Ich mach das mal. Dann kannst du es auch mal testen. Wobei, warte mal. Ich mach mal meinen Bot aus, aber ich bin ja nicht connected. Dieser Fehler, den hatte ich halt auch, während ich das ausgetestet habe, da hatte ich den auch. Der darf halt nicht kommen. Da muss irgendeine Einstellung falsch sein.
Es hat auch mit den Punkten nichts zu tun. Warte mal. Request permission, everyone. Was? Ja, das hat damit nichts zu tun. Das liegt daran nicht. Wir müssen es halt hinbekommen, dass der das halt blockiert. Wenn nämlich jetzt Viewer auf, keine Ahnung, 5 steht, bedeutet das, dass jeder 5 requesten darf. Dann haben wir aber die Beschränkung dann nicht mehr drin. Aber ist egal. Ja, probier mal. Weil dann wird da jetzt stehen als Fehlermeldung. Nicht als Fehlermeldung, da würde das jetzt stehen. Man hat jetzt noch einen zur Verfügung. Ja. Tja. Keine Ahnung. Ich habe das ja letztes Mal bei mir immer gehabt. Ich weiß halt nicht, bei mir hat das ja geklappt. Ich weiß halt nicht, was ich da geändert habe. Ich hatte diesen Fehler am Anfang auch. Also wenn es jemand irgendwie Ahnung hat oder so, kann gerne ins Discord kommen und uns das erklären. Wir machen das ja auch zum ersten Mal. Das liegt, glaube ich, nicht an der Währung. Denn die Währung ist ja komplett jetzt bei Null, was? Ja, ich hoffe nicht, dass uns dieses Währungssystem letztlich einen Haken dadurch macht. Das Ding ist ja, weil wir das ja, sonst hat man ja nur einmal den Bot und diesmal hat man den ja öfter. Weil das Ding ist, ich hatte ja gerade auch bei Song Requests noch ein Lied in der Liste, das hast du ja gar nicht. Das heißt, die sind nicht identisch. Ja. Aber gut, ich habe. Was ist denn ein Request Permission, wenn man da was ändert? Bei Song Requests. Ich habe echt keine Ahnung. Ich schreibe gerade als Karlsport EU, richtig? Ich schreibe als Bot, nee, oder? Habe ich nicht gerade so. Ich schreibe als Karlsport EU. Ich gehe mal mit Chatty raus. Also das kann daran nicht liegen. Also ich schreibe jetzt mal als Andarius. Bitte. Ja, so. Ich bin jetzt also. Irgendwas stimmt da nicht. Also wir haben das Währungssystem, das ist jetzt aus, oder? Das hast du auf ausgestellt. Ja, und du hast die ganzen Cost-Settings hast du auch alles auf Null gestellt. Ja.
Ja, das aus. Ich hatte genau den Fehler mit diesem, dass man. Ich guck mal. Nee, da habe ich. Das ist alles nur, das können wir auch nochmal durchgehen, aber das ist einfach nur. Das sind auch nur so Kleinigkeiten, dass man Follow-Alert und so anzeigen kann im Chat, das ist nichts Wichtiges. Das halt Caps Protection und sowas halt. Random Symbols in front of messages. Nee. Ich habe erst jetzt keine Ahnung, woran das liegt. Vor allem, weil es ja jetzt komplett ohne das Punktesystem läuft und Q-Title? Nee. Tja, das ist halt ein bisschen schwierig. Also wir haben jetzt eingestellt, dass jeder Song requesten darf. Wir haben eingestellt, dass alles nichts kostet. Ja, stell halt mal den Viewer Max Songs auf, keine Ahnung wie hoch. Und alles andere auf 0. Ja, wobei. Ich habe das halt, das Ding ist, da steht ja Viewer Max Songs. Also wahrscheinlich, ich habe das so verstanden, dass das ein ganz normaler Zuschauer ist, der gerade erst ins Stream reingekommen ist und der will sich halt direkt einen Song wünschen. Dann hat man Regular Max Songs, das ist also für die Stammzuschauer. Dann hat man Sub Max Songs, ist für die Subs. Und dann hat es für den Mod. So. Das heißt, Viewer Max Songs kann sich nicht auf alle Viewer beziehen, sondern nur auf einen ganz normalen, der gerade zugekommen ist. Was die Punkte angehen würde, hätte der 0 Punkte. Der wäre halt, der hätte gar nichts. Ja. Der muss sich, also das mit dem, egal was mit den Punkten ist, der muss sich einen Song requesten dürfen. Das muss funktionieren. Nee, das ist doch das, dass du, warte mal. Automatically become regular. Nein, wenn du bei mindestens 15 Punkten, dann wirst du als regular gerechnet. Aber es ist völlig egal, du hast gerade Basic Settings aus. Die Punkte laufen nicht mit. Ja, aber du hattest eben aus und da ging es ja auch nicht. Warte mal, ist Shore da? Sure, wenn du das hörst, komm bitte ins Discord. Er hat den Bot nämlich auch. Vielleicht weiß er, woran das liegt. Hallo Psyche TV. Willkommen auf unserem sehr interessanten Stream. Wie man Probleme mit einem Bot hat. Das ist die Überschrift. Ich meine, es hat ja vorher alles geklappt, nur das halt nicht. Gut, das ist mit das Wichtigste, aber ohne Song Request, da werden die Leute, da nehmen die sich das Leben. Ich hatte halt echt mal einen, der hat kein Wort gesagt, der hat einfach einen Song requestet, der Song kam, ist hier gegangen. Der hat nicht mehr Hallo gesagt. Der wollte einfach nur den Song hören. Und ich auch gedacht, warum? Da kann man auch auf Google gehen, gibst den Song ein, hörst dir selbst an. What the fuck? Deswegen, also, ja. Ja, das ist total krank. Genau, wir stellen unseren Stream ein, ja.
Da hatten wir das Problem noch nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Shaw hat das nicht gehört. Oder nicht gelesen. Ich weiß, der hat den Bot und vielleicht wüsste der das halt. Ich schreibe dem mal eine Personal Message bei Twitch nochmal. Slash wie Shore. Ne, der ist wieder weg, oder? Ist wieder weg. Wir haben das Problem, dass wir haben diesen Angbot gerade. Achso. Shore, komm mal bitte ins Discord. Weil du ja diesen Angbot hast und wir haben gerade mit diesem Song Request ein Problem. Weil das irgendwie nicht funktioniert. Genau. So, jetzt kannst du ja mal sagen, er soll mal followen, damit es dein Problem, was den Follow angeht, gelöst ist. Wolltest du ja? Nein, du wolltest doch irgendwas mit Follow austesten. Follow Alert. Hallo, Hallo, wieso konntest du jetzt einfach in den Conference Room joinen? weil du mir Admin, weil du mir die Rechte gegeben hast. Was? War ich besoffen oder was? Ja, okay. Weiß Alles gut. Ja, also das Ding ist, wir haben das jetzt gerade, wir sind dabei halt den Bot einzustellen. Also ich habe den halt schon bei mir eingestellt und da er ja auf meinem Stream halt mitstreamt und so weiter, bla bla. Wir haben halt versuchen, den Bot so hinzubekommen, dass der bei uns beiden halt gleich läuft. Das Ding ist jetzt, wir versuchen halt diesen Song Request hinzubekommen. ja. Und weißt du das, warum das nicht geht? Weil der sagt irgendwie, dass man sich keine Songs gerade wünschen kann. Hattest du das Problem auch schon mal? Dann liegt das. Hast du die Punkte ausgestellt? Ja. Warte mal, ich muss das auch mal noch mal durchgucken, ja? Der hat gerade ein Update hier bei mir. Ja. Also, du mach das bitte noch mal aus, Sascha, das Währungssystem. Ja. Mir kommt immer irgendwie Group Chat, dass er sich nicht einloggt irgendwie. Komisch. Ja, da können wir jetzt wiederum nichts zu sagen. Nein. Wir haben mit unserem Dann Problem musst schon du mir genug zu helfen, dann tun. müsst ihr mir helfen. Ja. Ja, Update ist jetzt fertig. Aber du hattest da schon mal, dass da irgendwie steht, man hat 0 Lieder, die man requesten darf, oder? Ja, du kannst ja einstellen, wie viele die das Song requesten dürfen, ne? Oder was meinst du jetzt? Du meinst Viewer Max Songs, was? Also wie viele Songs im Ganzen Ja, sich das gewünscht werden sind, dürfen? wie viele man maximal haben darf. Zum Beispiel Mod darf so, genau, 3 haben oder was. Und Viewer und Regular kannst du auch einstellen. Ja, das haben wir ja gemacht. Wir haben das eben so eingestellt, dass eigentlich nichts falsch gehen darf, sag ich mal. Also Viewer Max hatten wir auf, keine Ahnung, 10 oder sowas. Also sprich, dass man genug eigentlich zur Verfügung hat. Okay. Also Punktesystem hast du auf jeden Fall ausgestellt oben, das die Basic Settings, ne? Ja, die sind aus. Ja. Der 12. Zuschauer, ich glaube das nicht, echt. Ich glaube, ich mache Ja, nur du bist das. traurig, ne? Man streamt einfach nur noch das hier. Echt, den ganzen Tag nur noch Channel bearbeiten, ne? Hast du denn auch einen Haken bei Hello Song Requests? Ja. Ja. Dann kannst du die Permission, everyone. Ja, Max das Songs steht. Duration. Das ist die Minute, glaube ich. Max Q-Sends. Ja, das haben wir alles. Und skip permission auf Ne? everyone. Ne? Ja, dann müsst ihr die Costs auf Null machen bei allem. Das hast du bestimmt schon. Hast du Sascha gemacht? Hast du das schon mal nochmal gemacht, Sascha, oder? Ja, also alles steht auf 0. Ja, da sehe ich es gerade. Und Viewer Max Songs, also sprich, steht jetzt auf 500, also dass natürlich zigtausend Songs gewünscht werden dürfen. Ja, dann sollte das doch eigentlich gehen. Hat das mal jemand versucht?
Follow Alert geht nicht. Achso, stimmt, ja, haben wir noch gar nicht eingestellt. Ja, der wird wahrscheinlich aber gehen, aber gut. Danke, dass du das ausprobiert hast. Ja, also du weißt es auch nicht, oder wie? Also das wüsste ich jetzt nicht, wieso das jetzt. Also was kommt denn da für eine Nachricht? Kann das mal jemand testen? Ja. Kann ich das mal sehen? Kann einfach mal irgendeiner der Streamer hier, Stream-Zuschauer testen, aber ich kann es auch machen, warte. Ich bin ja mit Andais eingeloggt.